So, vermutlich letzter Part in diesem LP. Man weiß es nicht. Wir beginnen jetzt mit der Hauptoffensive. Du bist mir im Weg. Ja, die uns im Weg stehen. Natürlich steht sie uns im Weg. Hallöchen. Ich wusste, dass da ein Panzer ist in der. Was kommt da alles? Das Spiel denkt sich gerade. Erinnerst du dich hier an Rayner? Es war sehr nett von deinem Komplizen, ihn mir dazulassen. Wen? Was? Mist. Diese Signatur würde ich überall erkennen. Er hat den Odin geschickt. Ach so, den. Sarah, lass dich nicht aufhalten. Du musst das hier zu Ende bringen. Mach ohne mich weiter. Niemals. Halte durch, Jim. Ich komme. Schlagt jetzt zu, bevor sie zurückkehrt. Wir haben es geschafft. Der Odin ist Geschichte. Wie sieht es bei dir aus? Mach dir keine Sorgen um uns. Wir kämpfen noch. Ich verstehe gerade, worauf das Ganze hinausspielen sollte. Und es ist ziemlich seltsam geworden, dass dann Sarah im Bild von dem Kokon kam. Nee, im Wesentlichen sollte es ja so gehen, der Odin kommt und sollte Jim angreifen. Lustigerweise kam der Odin genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, jo, Hauptoffensive. Und jetzt haben wir uns gerade gegenseitig zermalmt. Wunderbar. Egal, der Odin ist tot. Der haben die auch noch gehabt. Was zum Teufel? Okay. Bald der Odin noch da? Ich bin jenseits des Todes. Das ist wiederum richtig. Wir brauchen erstmal wieder neue Einheiten. Der Odin hat mich einiges gekostet. Aber hat schon recht gehabt. Die hat noch einen Trumpf im Ärmel gehabt, aber man sieht jetzt, ich mache die Panzer Level 2 und so weiter, gleich noch Level 3. Da ist nicht mehr viel Platz für Improvisation, nicht wahr, Kumpel? Und du hast da schon ein Loch in deiner kleinen Defensive. Danach ist Schluss. Danach ist definitiv Schluss, mein Freund. Was könnte ich machen? Achso, Schleicher. Was war das nochmal? Wir sind fast bereit, die Liga anzugreifen. Gleich kann's losgehen. Ganz ehrlich, die letzte Mission hat mich schon ein bisschen gefordert. Und ich finde es auch gut so. Denn es ist ja langweilig, wenn sie mich nicht fordern würde. So, Einheiten. Dann sollten wir an sich wieder genug haben. Was zum Teufel, Kumpel, nicht ernsthaft. Hast du wirklich geglaubt, du kannst wir mich jetzt vernichten? Keine Grenzen. Oh Gott. Warum auch nicht glauben, dass er es kann? Ich habe gerade einen Blick auf meine Mineralien geworfen. Das ist nicht mehr lustig. Mal ein bisschen Nachschub holen für gleich. So, erstmal wieder den langen Weg da oben gehen. Ein paar Truppen haben wir noch rumstehen. Drei Stück. Ach, Jim, mach einen kleinen Angriff. Wie süß. Da kommt meiner. Ein bisschen größer. So, also Odin ist tot. Das Einzige, was mir jetzt noch so durch den Kopf kommt, was Menz noch einsetzen könnte, wäre an sich ja lediglich nur noch das Alien, das Tendaga-Artefakt. Das ist das Einzige, was man gerade noch so im Kopf spielt, was man einsetzen könnte. Sonst noch irgendetwas? Ich meine, sonst fällt mir gerade nichts spontan ein. Ich meine, der hat ja sonst nichts anderes mehr. Psy-Scheiße hat er schon eingesetzt. Ist er nicht wirklich weit mitgekommen? Nö, nur Tendaga-Artefakt. Vielleicht kommt es in der Endcutscene. Na, sehr schön. Mach den Bunker für mich, den Bunker sah schön, den Panzer für mich kaputt. Doch besser ist jetzt einen eigenen Panzer dahin. Ja, das kleine Lückchen werde ich mir jetzt super ausnutzen. So, da kommen jetzt meine Einheiten alle angewatschelt. Panzer Level 3 fertig.
Noch nicht ganz. Aber so unter uns gesagt, ich brauche nicht unbedingt einen Panzer Level 3, also ich warte auf ihn nicht. Wir rücken jetzt durch. So, ein bisschen Verzögerung, eventuell muss ich noch einen vierten Part machen, aber... Angst sollten sie definitiv haben. Oh. Der Panzer ist erstmal wichtiger als die blöde Tor. Vielleicht kommt nur noch Luki. Nee. Das hatten wir schon. Das habe ich gerade gedacht, dass da zwei planetare Festungen sind. Und dahinter nochmal zwei Panzer. Oh Gott. Gut. Da hole ich mir mal ein bisschen prominente Unterstützung. Und räume erstmal alles komplett auf, bevor ich auf das Haupttor gehe. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie von hinten nochmal angegriffen zu werden. Nebenbei, ich könnte mir vorstellen, dass ein Bonusziel ist, eine ganz schöne Menge Anzahl von Terran umzubringen. So, sämtliche Gebäude sind zerstört. Gehen wir mal auf den Palast. Diese beiden Geschütze, glaube ich, bleiben so lange stehen, wie die, wie das Haupttor da rumhockt. Die Liga der Menschen ist stärker als du. Wir werden Zeuge sein, wie der Wind seine Asche davon trägt. Hat er gerade geredet? Da kam ein bisschen heißer Wind hier an. Was sagst du? Du musst lauter sprechen, ich höre dich nicht. Oh, sind da Kanonen draufgegangen? Für die Menschheit. Zagara, übernimm das Kommando. Ich habe eine Verabredung mit dem Imperator. Bin gespannt, bin gespannt. Hoffentlich wird es nicht asynchron. Sturmwächter, Abrechnung, was ist denn? What the fuck? Korhal, Hurt of the Swarm, wir haben es durchgespielt. Eine Katze nur noch. Wo Königin der Klingen? Ah, nettes Porträt. Ja. Unter 25 Minuten? Oh, hätte ich jetzt nicht so viel mit den anderen Basen aufgehalten. Letzte Cutscene, hoffentlich wird es nicht asynchron, ist ja doof. Hallo Kerrigan, ich habe dich erwartet. Wundert mich, dass du nicht versucht hast zu fliehen. Zu fliehen? Meine Liebe, ich fürchte, du hast das Spiel verloren. Wirklich? Glaubst du, ich ließe ein Tier wie dich in meine Nähe, ohne mich dagegen abzusichern?
Du bist ohne Zweifel mein größter Fehlschlag. Doch nun ist es soweit. Du wirst sterben. Schlechter Plan. Du kannst niemals genug leiden für all das, was du zerstört hast, Arcturus. Du bist nur noch ein Monster, Kerrigan. Du hast uns alle zu Monstern gemacht. Danke, Jim. Für alles. War mir ein Vergnügen, Liebling. Wie immer. Jetzt sehe ich meinen wahren Feind. Er erwartet mich in der Leere. Mit Kräften, die ich mir nicht vorstellen kann. Ich werde mich ihm stellen, nachdem ich mich von allem losgesagt habe. Meiner Menschlichkeit. Meiner Identität. Dem Mann, den ich liebe. Doch ich stehe diesem Feind nicht allein gegenüber. Ich in der Schwarm. Ja, erstmal, Gott sei Dank ist es nicht asynchron geworden. Und ich erwarte jetzt eigentlich noch gerade die Credits. Aber irgendwie scheint mir Blackscreen gerade angebrachter zu sein. Nee, da kommen sie. Ah, endlich. Ich habe mir gerade Sorgen gemacht. Ja, hört aus der Swarm. Wir haben noch gut 7 Minuten Zeit für die Credits und für mein Resüm. Das finde ich gut. Da haben wir in 3 Parts hinbekommen. Das bedeutet, morgen wird noch Command Conquer kommen. Und zum Wochenende dann, zum nächsten Wochenende, wo dann die 4 Tage sind zum Hochladen, wird dann eine Menge Woos kommen. Vielleicht sogar alles direkt in einem Tag. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. StarCraft vs. Swarm. Ein richtig schönes Spiel. Ein würdiger Nachfolger auf jeden Fall für Wings of Liberty. Ich bin schon richtig gespannt auf das nächste Add-on. Eines wird ja noch folgen. Mit den Protoss. Mit Ceratul in der Hauptrolle. So viel hat Blizzard schon vorweggenommen. Bin richtig gespannt, wann das kommen wird. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht in 2 Jahren. Wir werden sehen. Sollte ich... Ja, ich denke mal, bin ich immer noch als Player. Das wird auf jeden Fall auch als Projekt kommen. Also da braucht man keine Sorgen zu machen. Das machen wir auch direkt. Zum Spiel selber. Ich fand es richtig gut, dass das Spiel sich selber treu geblieben ist und so weiter. Dass sich auch viele neue Ideen fallen lassen. Mit den Missionen, dass sie nicht so eintönig laufen oder dass sie immer so heiß von wegen, ja, kennen wir irgendwoher alle Gegner töten und so weiter. Was aber trotzdem aufgefallen ist, und das merkt man bei Echtzeit-Strategiespielen irgendwie, dass die Levels, dass man sie irgendwo doch schon mal kennt, so in der Art zumindest. Das ist auch hier extrem aufgefallen. Vieles habe ich schon mal gesehen oder schon mal Ähnliches gesehen. Bei Wings of Liberty zum Beispiel kamen teilweise, ja, ich will nicht sagen identische Missionen, aber vom Inhalt her ziemlich ähnliche Missionen kamen drin vor.
Was ich jetzt nicht wirklich schade finde oder so. Ich finde es trotzdem gut, dass solche Missionen da sind, weil sie viel Spaß gemacht haben. Aber es ist trotzdem ein bisschen so, dass es heißt, ja, ein bisschen einfallslos, ein bisschen was Neues hätte nicht geschadet. Was richtig geil war am Spiel, fand ich die Evolutionsmission, dass man die Zerglinge oder die allgemein die Zerg so upgraden kann oder anders einsetzen kann, wie man will. Das war geil. Das war auch ähnlich wie bei den Terranern, wo man die mit Credits aufbessern kann. Das Einzige, was dabei ein bisschen seltsam war, also das Normale, dass man sie so normal evolutionsmäßig macht, dass zum Beispiel die Zerglinge schneller sind oder mehr aushalten oder eine höhere Angriffsreichweite haben oder so eine Art, das war alles eine sehr nette Idee, dass man so alles tauschen kann, war auch gut. Was mir daran nur gestört hat, ist, es gab nicht wirklich einen Anlass, das zu tauschen. Es sei denn, das ist halt spezifisch, von wegen einer spielt die Zerglinge offensiver, einer spielt sie ein bisschen zu defensive. Das ist ein bisschen spielerspezifisch. Denn die Evolutionsmission fand ich richtig geil, dass man sie ein eigenes Individuum geben konnte. Dass sie auch ganz bestimmt ganz anders so sind. Das Einzige, was mich daran wirklich gestört hat, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Schwierigkeitsgrad lag, dass es vielleicht auf einen extremen Schwierigkeitsgrad oder auf einen schweren Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr angebracht ist. Es hat mich gestört, dass man sie so wirklich, ja, nicht so dringend gebraucht hat. Zum Beispiel die Bärslinge. Ich habe mir die hüpfenden Bärslinge geholt, die über Klippen und so weiter springen können. Ich habe sie nie eingesetzt, weil ich doch nie wirklich gesehen habe, dass ich sie einsetzen musste. Sicherlich gab es einige Stellen, wo man hätte sie einsetzen können. Da bin ich mir auch sicher fest überzeugt davon, dass man sie gegen die letzten Missionen vor allem richtig oft einsetzen konnte. Bestimmt, bin ich mir sicher. Aber das wäre das Problem, spielerspezifisch. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Ich habe ja meine Mutalisken, die ich sehr gerne nehme, und halt auch diese pure Landmasse von Hydralisken, Ultralisken und mit Schaben, dass ich diese Einheiten wirklich richtig gerne spiele. Alle anderen, die Zerglinge, nur noch zur Notfallverteidigung. Scheusale habe ich nie benutzt, außer bei der einen Mission auf Char, wo wir sie zum ersten Mal bekommen haben. Was noch? Da waren noch ein paar, die ich kaum benutzt habe, fast nie benutzt habe. Die hier, die Verseucher, nur in der Mission, wo ich sie bekommen habe, danach nie wieder. Das ist spielerspezifisch. Das fand ich, ja, ist schwer, sowas zu machen als Entwickler, aber ich finde es schade, dass es nicht so ausschlaggebend war, wie man hätte es machen können. Anderes, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass der normale Schwierigkeitsgrad mir irgendwie zu leicht war. Also klar, mit normal, was versteht man darunter? Er war mir im Endeffekt irgendwie zu einfach. Also ich war selten gefordert wirklich. Also ich konnte mich zurücklehnen, konnte in aller Ruhe mich aufbauen, hatte kaum Probleme. In der letzten Mission fühlte ich mich ein wenig gefordert. Was heißt ein wenig? Ein bisschen schon gefordert, wo ich mich da aushelfen musste, wo ich da angegriffen wurde, wo da so viel war. Da fühlte ich mich schon ein bisschen gefordert, aber als letzte Mission war auf den normalen Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht. Ich werde es vielleicht nochmal auf schwer durchspielen. So privatmäßig, dann schauen wir mal, wie das ist. Aber so als normalen Schwierigkeitsgrad fahre ich ein bisschen zu leicht. Dennoch, obwohl ich diese paar kleinen Kritikpunkte, was wirklich am ja, obersten Rand wirklich, also das ist schon ausgesuchte Kritik, muss man wirklich sagen, weil es nicht viel zu kritisieren gibt an diesem Spiel. Es war schön, die Geschichte hat mir richtig gut gefallen, sie war fesselnd, wie man es vom Blizzard gewohnt ist. Und es hat Spaß gemacht, da mitzuwirken durch die Geschichte und auch weiterzuspielen, weil man sich immer auf das nächste freuen konnte. Auch wenn es jetzt halt nur war, die nächste Evolutionsmission zum Freischalten. Es hat Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste an einem Videospiel, wie ich finde. Es soll Spaß machen und es soll halt nicht so sagen, 2 Stunden spielen, dann heißt es, kenne ich irgendwie schon alles. Nein, das war hier nicht so. Und Wiederspielwert hat das auch durch diese, ja, ich sag mal, die Herausforderungen, wer darauf steht, sag ich mal vorsichtig, dass es jetzt auch für normalen Schwierigkeitsgrad und schweren Schwierigkeitsgrad unterschiedliche Herausforderungen gibt, fände ich sehr nett. Hat auch ein bisschen Wiederspielwert. Ja, wird das so geschrieben? Wird das so gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es das. Das wird so viel wie hast du auf normal gemacht. Auch normal auf schwer. Gibt es andere Herausforderungen? Finde ich gut. So, jetzt habe ich noch 1 Minute Zeit. Die Credits sind fast durchgelaufen. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Wenn gleich kommt noch ein Abschlussbild oder sowas in der Art. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich fand auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Unterstützung, für eure Kommentare, für eure Likes, was auch immer, für eure, dass ihr auch zugesehen habt. Bedanke ich mich schon mal, wie immer. Ich freue mich schon auf das nächste Projekt, nämlich Wooz Pact of the Rising Sun. Das wird sehr schnell vorbei sein nebenbei, weil es nur 3 Missionen sind. Aber trotzdem, ihr wolltet das sehr gerne sehen. Ich werde es auch sofort machen, direkt nach diesem LP, sprich in nächster Woche würden die ersten Folgen kommen. Gut, dann wäre ich von meiner Seite soweit durch.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch die Credits durchlaufen lassen, um eventuell ein Abschlussbild oder sowas ähnliches noch zu sehen, falls sowas kommen sollte. Vielleicht noch ein verstecktes Abschlussvideo, man weiß es ja nicht. Ansonsten wäre ich durch, ich habe meine Kritik gegeben für das Spiel. Meine Endwertung auf jeden Fall empfehlenswert. Also, wer StarCraft 2 Wings of Liberty Gold hat, muss sich das holen. Wer bisher noch kein StarCraft-Spiel geholt hat, soll trotzdem mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht erstmal auf eine Demo oder sowas in der Art, um mit dem Spielstil ein bisschen klarzukommen, weil es ist ein bisschen anders als Command & Conquer. Wer vielleicht nur das kennt. Weil hier ist es ein bisschen schneller. Command & Conquer ist ein bisschen langsamer. Wow, ganz viele Namen. Und StarCraft 2 ist ein bisschen schneller vom Spielstil her. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist schön. Ja, da sind mehr Namen, als ich dachte. Das wird sich ein bisschen überziehen, ist egal. Komm. Dass es noch überhaupt in drei Parts reingepasst hat mich gewundert. Ich dachte, ich muss vier oder fünf machen, aber naja. Es hat doch ganz gut funktioniert. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ach, ist noch Zeit. Heute ist übrigens Donnerstag. Ziemlich warm gewesen draußen und morgen muss ich nochmal arbeiten. Dann habe ich Wochenende. Aber ich habe noch Zeit. Ich habe ohne Ende Zeit. Werde ich morgen wahrscheinlich Command & Conquer aufnehmen, ne? Ja. Ganz viele asiatische Namen, wenn ich das gerade so angucke. Ja. Nähern wir uns langsam dem Ende? So Fragezeichen. Ich würde schon gerne. Ich dachte, ich tue jetzt mein Resüm jetzt komplett überziehen, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Also. Information Technology. Hey. Worauf ich auch gespannt bin, ob mit dem dritten war schon, mit dem zweiten Addon von, hört auf, oh Gott, mit dem zweiten Addon von StarCraft 2, wo man die Proto spielen wird, ob die Geschichte von StarCraft 2 da aufhört, oder ob man da so einen Abschluss-Addon macht mit allen drei Rassen. Da frage ich mich auch schon ein bisschen, ob oder ob nicht. Aber naja, die Fragen werden erst geklärt werden, wenn Blizzard da seine ersten bewegten Bilder macht. Und kann ich nicht die Quells überspringen oder so? Ich konnte die Quells die ganze Zeit überspringen. Ich musste nur auf Escape drücken. Gut. Es gibt kein Abschlussvideo, kein Abschlussbild. Dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Tschüss.